Wollen wir doch mal schauen, ob sich die Spawnrate von Rosa, Ratian und so Rathalos ein bisschen ändert, weil ich muss sagen, als ich jetzt das Spiel gestartet hatte um 9 Uhr, bin ich schon ein bisschen enttäuscht gewesen, weil ich sehe halt nichts. Wo sind die geilen Spawns? Da oben ist eine Pinky und da ganz weit hinten ist ein Azur Rathalos. Und es ist ja nur schon Sumpf- und Waldhabitat. Hier ist blöderweise eine größere Wüste. Da sind da keine selteneren Monster. Ich finde es auch komisch, dass man jetzt nicht den Black Diablos eingepackt hat. Aber es kann sein, dass der Bogen einfach zu OP ist, dass sie nicht wollen, dass man den jetzt weiter huntet. Okay, nice. Jetzt habe ich hier direkt vor Ort mal ein Azur Rathalos. Da oben sind gleich zwei Pinkies. Das sieht schon besser aus. Da ist auch eine Pinky. Da ist ein Azur Rathalos. Da ist ein Neuner. Den könnte ich mal versuchen zu legen. Da ist auch... Oh, zwei Neuner. Ist natürlich Pech. Wieso sind das keine 2-8er? Okay, dann hatte ich in der ersten Stunde anscheinend ein bisschen Pech. Dann sieht es dann doch relativ normal aus. Weil ich habe befürchtet, dass das Event für mich dann flach fällt. Weil die Spawns nicht so geil sind. Aber so sieht es ja doch ganz gut aus. Und von... Ja, Bariot, den gibt es also noch in dem Hunterton. Das ist spannend. Wir gehen auch gleich mal auf den PC und gucken mal, ob sich das dann auch im Allgemeinen lohnt. Aber ja, das ist mal so ein kleiner Puff von den Spawns her. Entwarnung, sieht doch gut aus. Lohnt sich also rauszugehen. Und jetzt ein Schwenk auf die gute alte Reddit-Seite, denn hier finden wir schon Informationen zum Event, bevor wir selber Hand anlegen dürfen. Und hätte ich heute selber auch gar nicht geschafft, von daher vielen Dank an diejenigen, die da Bock haben, das eher zu testen. Ist nämlich nicht ganz ohne, hier steht Slay Monster in a Group. Wenn du jetzt keinen Partner hast, also oder Kumpel muss ja nicht ein Partner sein, oder ein zweites Handy, ein paar ganz, ganz wenige Leute machen sich echt den Umstand und haben ja ein zweites Handy für eben so Gruppenjagden. Ist mir zu aufwendig, habe ich nicht. Also die Zeiten, wo ich bei Pogo zum Beispiel doppelte Account hatte, das ist vorbei. Hier sind man aber, kriegst du 2000 Geld, hier hast du 3000 Geld, musst aber auch in einem Hunterton zocken und große Monster erlegen. Sind schon mal 5000 Zenny wieder. Nochmal eine 5000er Spritze. Dann müsste aber schon 10 in einem Hunterton liegen. Das heißt, ich müsste schon 4 Huntertons machen, damit ich das hier schaffe. Also eine Tagesaufgabe. Müsste ich alle 3 Stunden rausgehen. Denn ich habe ja eh schon keine Möglichkeit, sonst in Gruppen zu hunten, außer in Huntertons. Und ja, 5000 ist okay. Dann geht's los mit Slay Azur Rathalos. Welche Stufe ist egal, kriegst du erstmal seine gelben Items. Und jetzt kommt wieder was Spannendes, eine 7er Stufe von Azur und Pinky, um 2 Wyvern Gem Shards zu bekommen. Das ist fett. Das ist das erste Mal, dass wir in den Jagdbelohnungen 2 Gems bekommen, statt nur 1. Jetzt mag man meinen, oh, Stufe 7, das ist ja viel zu hart für mich, weil ein paar oder viele... Kann ich immer schwer abschätzen. Ich kann super schwer abschätzen, ob das jetzt zu hart ist für die meisten Spieler oder ob die sagen, ja, 7er Stufe ist okay, kriege ich hin, kein Ding. Aber selbst wenn du denkst, das ist zu hart für dich, es gibt ja wieder ein neues Roster an den Huntertons, nämlich die hier. Und da sieht man, das habe ich aber schon direkt vermutet, als ich das gesehen habe, die sind drin im Hunterton. Also kriegt jeder hin, man muss nur es irgendwie schaffen, einmal in der Woche auf so einen Hunterton zu stoßen und das sieht doch mega geil aus. Das ist genau das, was ich sehen möchte und das ist das, was ich sehen möchte. Also diese 3 sind für mich interessant, das hier nicht. Wenn jetzt kein anderer Raid in der Nähe ist und es regnet, ja, dann nehme ich die natürlich mit. Aber ihr habt ja auf dem Handy vorhin gesehen, es sind dann aber doch eher Zono Raids, Zono Raids und Zono Raids. Und da haben sich hier nochmal ein Black Diablos hingepackt. Ja, nett, kann man machen. Muss ich mal gucken, also ich weiß nicht, wie hoch die Chance ist, dass man an die geilen Raids kommt. Aber so sieht's aus und von daher bin ich da erstmal zufrieden, was ich sehe. Da kann das Happy Hunten losgehen. Und jetzt gehen wir trotzdem nochmal ein Stück nach unten, denn hier habe ich gesehen, da ist direkt darunter so eine kleine Diskussion entstanden von Sir Tapsley. Ich kenne ihn nicht, aber 47 Kommentare ist immer schon ein Indiz, hey, da geht's heiß her. Denn sein Titel war, hey, wie sehr wollt ihr, dass wir uns vorbereiten auf Kushala? Das sieht im ersten Moment erstmal verdammt viel aus, denn der Typ, der hat vor 3 Monaten angefangen. Angefangen. Und sagt, er spielt so 3 Stunden am Tag. Habe ich mir gedacht, das ist zu krass. Weil wenn ich überlege, ich spiele ja seit Beginn und das hier finde ich halt komisch.
23, weil wir werden sehen, der hat so eine Bronzemedaille auch nur. Ja, hier die ersten Videos sind schon so, schwer und vor allem 10 Wyvern Gems a day. Als ob. In 3 Stunden kannst du knicken. Das glaube ich nicht. Du kriegst nicht in 3 Stunden 10 Wyvern Gems, Schatz. Das kannst du vergessen. Naja, cheaten würde ich jetzt auch nicht sagen, aber die Aussage, wenn er sie denn getätigt hat, das kann einfach nicht sein, weil ich habe ja auch so Tage, da wo ich mal so 5, 6 bekomme und ich nur mit dem Fahrrad draußen bin auf der Jagd nach Achtern, dass ich nonstop nur Achter lege, weil wenn die Wahrscheinlichkeit so 1 zu 25 ist oder jetzt vielleicht verbessert, weiß man ja immer nicht, 1 zu 20, dann kriegst du ja in 3 Stunden, kannst du vergessen, es ist einfach so, du kriegst nicht in jeden Tag 10 Wyvern Gems in 3 Stunden, ne? So, I got 10 in 2, that's a couple days. Das habe ich auch schon gehabt, genau. But I drive a day and been killing 200 large monsters. Das kommt auch schon eher hin. Ja. Naja, das jetzt nur auch nicht. Also ich weiß aber nicht, es sieht erstmal trotzdem nicht für Cheaten aus, muss ich auch mal an der Stelle sagen. Da. Das ist sein Black Diablos Bild. Hat er Focus 5 drauf, Pathbreaker 3. Schwächevorteil, Heroics und Critical Eye. Ich glaube, Heroics war, dass du mehr Schaden machst bei voller Gesundheit. Kritische Chance nochmal erhöht. Und damit kommt er eben auf keine negative Affinität, schätze ich. Und damit sagt er, legt da alles easy. Wenn dem so ist, wir wissen ja, dass dieser Black Diablos Bogen, der ist ja auch normal OP. Dann muss ich sagen, ist das jetzt hier auch nicht mehr so unwahrscheinlich, weil 200 Wyvern Gem Shards, ich habe ja auch schon deutlich mehr ausgegeben, allein schon für meine Waffen, dass ich bei weit über 200 Wyvern Gem Shards gewesen bin, die ganze Zeit. Für Rüstungen was investiert, ich kann da mal gucken auf dem Handy, das lässt sich ja sehr schnell nachrechnen, wie viel es bei mir gewesen sind, warte mal kurz. Ich habe es mal bei mir nachgeschaut, ich müsste bei so 430 bis 450 Wyvern Gem Shards insgesamt sein, weil ich habe so viele unterschiedliche Waffen und auch jetzt Rüstungen investiert. Dann habe ich auch noch die 30 nicht mit reingerechnet, die ich ja noch übrig habe. Also ja, wahrscheinlich sind es 450 und noch ein bisschen mehr. Und da habe ich ja mehr als das Doppelte von dem, was er hier hat. Und das kommt er dann schon hin. Weil es sieht viel aus, aber man darf auch nicht vergessen, wenn der den Black Diablos Bogen halt hat und spielt und er sagt ja von sich selber, der ist zu OP, dann braucht er ja nichts anderes. Das ist so ein Spieler, der hat höchstwahrscheinlich geschaut, okay, was ist die beste Waffe, ich will mir jetzt da selber nichts aussuchen, okay, Black Diablos Bogen, craft ich mir einfach. Und da hat er einfach nur das versucht zu bekommen und den Rest spart er sich eben auf. Was komisch ist, weil warum aufsparen? Also ist es ja schön, dass er jetzt über 1 Million an Sandy hat. Oder sind das sogar schon 10 Millionen? Das dürfte 1 Million sein, oder? Das ist ein bisschen zu klein geschrieben für mich. Und er gibt sie halt anscheinend auch für nichts anderes aus. Das ist ein bisschen seltsam, weil warum aufsparen? Wenn man so viel hat, kann man ja in Deko-Rüstung investieren, hat aber anscheinend wenig Bock drauf. Von daher ist das, was ich hier sehe, schon realistisch, weil wenn ich jetzt auch nur mit dem Black Diablos Bogen spielen würde und mir reicht das und ich hätte gar keinen Bock, andere Waffen mehr herzustellen, weil so wäre ich zum Beispiel nicht. Ich habe so Bock, unterschiedliche Waffen auszutesten, aber das ist das, was ich auch schon immer gesagt habe. Die meisten Leute wollen nicht selbst testen, die gucken immer nach Online-Guides, nehmen sich die beste Waffe und leben damit. Und das ist halt genau so ein Spieler und von daher passt das. Ist ja nichts Schlimmes. Kann halt jeder spielen so, wie er möchte. Und wenn der sagt, der will keine Abwechslung haben und ihm reicht ihm das, naja, dann hat man natürlich auch das in der Hinterhand. Dann finde ich es aber komisch, dass man dann Bock hat zu sagen, hier, ich poste mal, wie cool ich bin. Weil das würde ich zum Beispiel nicht machen, wäre mir ein bisschen unangenehm. Aber ja, das erklärt zumindest, dass das realistisch so sein kann. Und kein Cheat. Bin ein bisschen neidisch auf seine Devio-Teile hier, weil da finde ich es immer noch krass. Er wird wahrscheinlich auch verdoppeln, weil er hat ja eingecashed hier oben, sieht man ja, das kriegst du ja nur für echt Geld. Und wahrscheinlich bleibt er auch so bei 20.000 und ist auch jemand, der selten gerne was wegschmeißt. Wobei, nee, er hat schon weggeschmissen. Guck mal, hier ist auffällig vieles auf 40. Hat er angeglichen. Naja, aber trotzdem cool mal so zu sehen.
Weil das zeigt ja wieder einmal, wie krass dieser Bogen ist. Und hier hat man noch Freundeskurs oder wie? Hunters in Vancouver, hit us up. I'm Nacho Zinogre. Oh, den werde ich mal einladen, Leute. Den werde ich mal beobachten, ne? Ich muss mal gucken, ob der, was der für ein Level hat in 3 Monaten. Da habe ich jetzt mal richtig, aber so hoch kann es ja noch nicht sein, weil bei 12.000 erschlagenen Monstern, den müssen wir beobachten, Leute. Ich lade mal ein. Und da haben wir ihn auch schon. Er hat direkt angenommen, finde ich großartig. Und wir werfen direkt mal einen Blick auf seine Ausrüstung. Nacho Zinogre, so heißt er. Er hat uns Medaillen spendiert. Einmal, dass wir sehen, er hat eine Waffe auf 10 gebracht, die zweite auch auf 10. Das ist eine Überraschung. Er spielt doch mit Zinogre-Waffe und hat sich dort gedacht, ich brauche ein bisschen auch andere Elemente. Und die haut rein, die finde ich cool. Vielleicht ist es auch die stärkste Zino-Waffe, keine Ahnung. Aber er hat Donnerangriff Folge Max, nee, auf Stufe 4. Da ist noch Spielraum mit den Gleitsteinen. Rückstoßdämpfer, Nachladetempo, sogar Gesundheitsboost ist da mit dabei. Und so spielt er. Kann man ja, wenn man Bock hat, nachbauen. Und das sieht doch okay aus. Level 210. Und da kann man mal sehen, man muss gar nicht so einen hohen Jägerrang haben, um alles wegzurotzen. Also er ist schon weiter als ich und da sehe ich wieder für mich, ich muss diesen Black Diablos Bogen handeln. Ich komme da einfach nicht dran vorbei. Es ist auch immer noch die geilste Waffe. Jetzt sind ja die Doppelklingen auch nochmal im Fokus gewesen. Habe ich viel gelesen, dass die auch so krass sind wie der Black Diablos Bogen. Aber ja, ich habe ja beim Devilio sehr viel Pech, was die roten Items angeht. Auch richtig, richtig viele Achter gelegt. Ich komme einfach nicht an die Items. Und beim Black Diablos Bogen ist die Wahrscheinlichkeit dann höher für mich, dass ich da ins Ziel komme. Aber ja, nett. Ist ja cool, dass wir ihn jetzt mal angucken konnten. Und es reicht schon. Hast du eben 2 fette Waffen. Verdoppelst da an der richtigen Stelle die roten Mats. Und schon hast du ausgesorgt und hast halt 1 Million übrig. Und sehr, sehr viele andere rote Shards. Also, lieber Nacho Zinogre, gib doch einfach mal aus für ein bisschen Rüstung. Bisschen Abwechslung im Leben. Juli, das war's für heute. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Euch eine schöne Woche und damit René Hauen und tschüss.